Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal Wild Horses Valley. Ja, das Valentinstags-Special ist vorbei. Das hat ja am 16. Februar aufgehört. Und es gibt jetzt eine neue Storyline, die ihr kostenlos ab Stufe 10 spielen könnt. Und es bietet mehrere Auswahlmöglichkeiten und Endungen. Okay, wir schauen mal rein. Ich habe die andere Story jetzt mal ja, abgebrochen. Spiele ich irgendwann immer noch mal. Gucken wir mal einmal rein. Und zwar, wir gehen auf Deutsch. Annoying Foals heißt das. Einige Fohlen nerven dich, aber du willst nur in Ruhe grasen. So, dann wählen wir mal die Story. Oh, das Bild ist so schön. So, stellen wir mal auf Deutsch um. Das ist so wunderschön gezeichnet einfach. Und ich finde es so cool, dass die Fohlen so eine lustige Farbe haben, so ein bisschen lila so angehaucht sind. Hübsches Bild auf jeden Fall. Es ist ein schöner Tag und der Sommer steht vor der Tür. Vor ein paar Monaten wurden einige Fohlen in ihrer Herde geboren. Sie sind süße kleine Kreaturen. Solange sie in der Herde keine Probleme machen. Obwohl heute wie einer dieser Tage scheint, an denen die Fohlen unendlich viel Energie haben, um alle um sie herum zu ärgern. Sie schnauben gereizt. Sie müssen einige Wege finden, um die Fohlen von ihnen wegzubekommen, damit sie endlich in Ruhe grasen können. Wäre es genug, sich nur umzudrehen? Was wirst du machen? Okay. Was machen wir jetzt? Dreh dich um, geh weg, Stecknadeln und Druckknopf. Nehmen wir das mal. Ui, nichts geändert. Leider waren die Fohlen von ihrer Aktion nicht beeindruckt. Tatsächlich stören sie dich noch mehr. Einer von ihnen nagt an deinem Schwanz und der andere versucht, dich in die Hinterhand zu beißen. Autsch! Es scheint, als hätten sie etwas von deiner Haut. Sie wissen, dass sie die Strategie ändern müssen, um sie loszuwerden. Wie wäre es mit dem Versuch, sie in ein kleines Spiel mit einem Gegenstand zu verwickeln? Nehmen wir die weiße Feder. Sie haben beschlossen, den Fohlen eine weiße Feder zu zeigen. Vielleicht wollen sie damit spielen. Es dauert nicht lange, bis sie eines gefunden haben. Und sie signalisieren dem Fohlen, zu ihnen zu kommen und sich diesen Artikel anzusehen. Sie kommen näher und schnüffeln ein bisschen an der Feder. Sie riecht nach Vogel. Die Fohlen interessieren sich jedoch nicht sehr für die Feder. Was wirst du tun, um sie interessant zu machen? Okay, es ist also nicht ganz so einfach, die Fohlen da von zu überzeugen, uns in Ruhe grasen zu lassen. Finde ich aber gar nicht mal schlecht. Ja, tritt drauf, atme darauf, nimm es auf. Wir atmen mal drauf. Endlich Ruhe und Frieden. Sie atmen auf der Feder, sie hebt ab und fliegt einige Sekunden durch die Luft. Du folgst der Feder und atmest wieder darauf, ein noch größerer Atemzug als zuvor. Die Feder schwebt diesmal mit mehr Kraft durch die Luft. Beide Fohlen sind sichtlich beeindruckt und sehr aufgeregt, es selbst zu versuchen. Sie atmen auf der Feder und sie fliegt durch die Luft. Das Fohlen bockt vor Freude und folgt der Feder. Schließlich scheinen sie sich von dir zu entfernen und du kannst weiter in Frieden grasen. Sie fragen sich, wie wäre das Ergebnis gewesen, wenn sie anders gewählt hätten? Okay. Dann sollen wir jetzt auf der grünen Wiese sein, egal bei welchen Wetterbedingungen, um auf den Button zu klicken und die Belohnung zu erhalten. Okay, dann machen wir das doch. Aber bei so wie die Stute, die ist so schön. Ich finde überhaupt, dass alles sehr, sehr schön gezeichnet ist. So, dann wollen wir noch mal gucken. Da haben wir erstmal ein Pony dazu gekriegt. Was haben wir denn dazu bekommen? Ui. Sehr, sehr schön. Ein Hengst, Seal Bay Whiteface. Okay. Ich glaube aber, haben wir nicht die Wiese schon erreicht? Genau. Jetzt kriegen wir das. Ja, das soweit einmal kurz. Ja, sollen wir es nochmal versuchen? Ich würde einfach sagen, ja, ne? Also wir probieren nochmal eine andere Möglichkeit aus und schauen mal, was dann passiert. Diesmal,
gehen wir einfach mal weg. Es hat sich nichts geändert. Und wir nehmen diesmal einen Pilz. Sie finden einen Pilz in der Nähe der Stelle, an der Sie weiden ließen. Dies ist wahrscheinlich ein Gegenstand, den die Fohlen noch nie gesehen haben. Die Fohlen folgen dir und interessieren sich sehr für den großen Pilz. Sie schnüffeln daran. Es riecht ein bisschen schlecht, also zieht eines der Fohlen sofort den Kopf zurück. Aber das andere scheint zu neugierig zu sein. Oh nein, es versucht in den Pilz zu beißen. Das sollten Sie wahrscheinlich nicht tun. Was werden Sie tun? Wir stoppen. Okay, und jetzt haben wir auch da Ruhe und Frieden bekommen. Ja, also ich finde das echt eine super Sache, dass wir hier halt eben auch die Story so richtig schön spielen können. Ich glaube, das ist jetzt nicht Wiese. So, jetzt können wir zur Storyline zurück und können unsere 100 XP erhalten. Auch nicht schlecht. Ja, ihr Lieben, ich möchte euch gar nicht ganz so viel spoilern. Versucht es doch einfach selber mal. Ja, spielt die Story einfach mal durch. Und ja, dann werdet ihr das natürlich auch dementsprechend schaffen. Ihr könnt mir ja sehr gerne mal berichten, wie eure Geschichten so ausgegangen sind. Was haben die Fohlen bei euch gemacht? Haben sie sofort Ruhe gegeben oder musstet ihr da auch erstmal alle Register ziehen? Welche Geschichte habt ihr als erstes gespielt? Es gibt ja so viele Endungen hier. Das ist einfach mal was Schönes, wo wir halt eben dann auch nochmal eine neue Story bekommen. Und man kann diese Stories immer, immer wieder spielen. Finde ich einfach eine super Sache. Und klar, die andere Story, die ich jetzt abgebrochen habe, um euch das zu zeigen, die werde ich natürlich demnächst auch nochmal spielen. Werde mal schauen, ob ich dann da weiterkomme an dem Punkt. Da habe ich so ein bisschen gehakelt. Aber das wird auch irgendwann noch sein. Und dann werde ich euch das natürlich auch sehr, sehr gerne zeigen. Wir gucken aber mal rein ja, in meine Herde, wie das im Moment aussieht. Das ist ja unser Valentinstagspferdchen, ne, mit der schönen Blume. Und ja, alle meine Pferde hier, die sind einfach wunderschön. Ein paar sind neu dazu gekommen. Wir haben zum Beispiel hier diesen, ich glaube, das war auch ein Hengst, ne? Ja, genau, ist auch ein Hengst. Chestnut Tovero. Dann haben wir... Ach, ich hätte einfach auf den Pfeil gehen können. Dann haben wir hier auch nochmal einen Hengst. Liver Chestnut Sabino. Dann ist ein Fohlen neu geboren. Ich glaube, das war sogar ein Araberfohlen, meine ich. Bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir hier noch eine Seal Bay Stute. Und vorhin dazu gekommen, der Hengst mit dem Seal Bay White Face. Ja, wir gehen mal zurück zur Herde und gucken mal, was wir noch so zusammen entdecken können. Ach, die Mäuschen haben wieder hier uns die Erdbeeren geklaut. Ach, guck mal hier. Da war das Gras so versteckt, ne? Hier... Ganz, das war fies irgendwie. Huch, da musste ich gerade niesen. Ich habe das aber mal gemutet. Ich wollte euch nicht ins Ohr niesen. Aber solche Sachen passieren dann schon mal. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Entdecken der Story. Schaut da gern mal rein. Es sind ja, 5 Stories an der Zahl. Helfen Sie Lightning Bolt, seltsames Verhalten, das habe ich auch noch nicht gespielt, werde ich sicherlich auch noch tun. Wolkenpferd, da war ich ja dran. Die Jagd, auch noch nicht gemacht. Ja, und Annoying Folds, auch die, ne, werde ich nochmal so entweder für mich oder auch nochmal eine andere Möglichkeit zeigen, wenn ihr das wollt. Lasst mich das sehr, sehr gerne wissen in den Kommentaren. By the way, wenn ich euch jetzt schon mal gerade hier habe, es wird nicht nur fertige Videos auf meinem Kanal geben. Ich möchte gerne solche Spiele wie What Comes After
auch gerne öfter mal zeigen. Gefällt sowas und ja, ihr möchtet sowas gerne auch mal öfter sehen. Wenn ihr solche Spiele kennt, wie What Comes After oder irgendwie sowas ähnliches, dann schreibt mir das sehr gerne mal unten in die Kommentare. Ich schaue es mir sehr gern an und bin da sehr neugierig auf eure Vorschläge, was ihr gerne mal sehen wollen würdet. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, ja, wann immer ihr das Video seht. Passt auf euch auf, bleibt gesund und munter und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss, ihr Lieben.